Bei einem Verkehrsunfall am Montagmittag auf der L592 zwischen Sinsheim-Rhein und Ittlingen wurden 3 Personen verletzt, eine davon schwer. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei war ein 44-jähriger Mann gegen 12 Uhr mit seinem Lastwagen mit Anhänger auf der L592 von Ittlingen in Richtung Sinsheim-Rhein unterwegs. Kurz vor dem Ortseingang Rhein kam ihm ein Ford Transit entgegen und geriet aus derzeit unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dabei stieß er mit dem Lastwagen zusammen. Der Fahrer des Ford wurde im Fahrzeug eingeklemmt und erlitt schwere Verletzungen. Nachdem er durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit worden war, wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Die L592 war bis gegen 15.40 Uhr voll gesperrt.